herzlich willkommen hier, zur weiteren Folge hier. Nach physischem Marsch. Ja, ich mache jetzt weiter mit Bäume fällen. Nebenbei wird noch Zuckerrüben gefahren, Wasser für die Brauerei. Blocken für gerade. Das ist nicht gut. Brauerei. Aber noch hier, das ist eine Anecke. Der Wald. Kriegen wir einen Zaun. Wartet los. Verkehrten Abladepunkt. Hier wisst kein Wasser los. Ja, Getreide. Nee, das geht ja auch nicht. Ne? Abladen, Milch, Masterpick, abladen, Mischfutterstau, abladen. Brücke Wasser hat sich erledigt. So, abladen, Brauerei Getreide, abladen, Hackschnitzel. Malzerig, wie ich. Pelletsfabrik, Sand, Stroh, Brücke, Zucker, Milch, BGH. Ja, das ist natürlich. Ja. Bin auch selbst schuld, weil ich da auch kein richtiges System habe, ne? Können wir gleich mal gucken, ob hier noch genug da ist. Ein Hopfen würde ich an sich nicht mehr kaufen wollen. Das hat mit einem kleinen gut geklappt. Und hier ist die Säule, die blaue. Wasser ist alle. Ja. Gucken wir mal. Der Wasser ist leer. Der Bierfass, Malz, Hopfen. Malz ist knapp. Wir müssen Malz herbringen. Hopfen ist nur bei 50%. Weizen ist auch noch gut voll. Dann wird Weizen und Gerste auch noch gut voll sein. Zur Hälfte jedenfalls. Ein bisschen haben wir noch auf Lager. Und ein bisschen haben wir noch einen globalen Markt. Ja, Gerste haben wir schon 2000 raus. Das müsste erstmal eine Weile gehen. Das müsste der Malz müsste noch reichen. Müssen wir nächste Woche mal gucken. Achso, ich wünsche allen einen schönen Sonntag und einen schönen zweiten Advent. Wie gesagt, in der gestrigen Folge gesagt, ich vergesse es beinahe. Und das wäre heute beinahe passiert. Wie gesagt, durch das durch Ablenken, durch diese Aktion mit Wasser kann das passieren. Aber es ist keine böse Absicht, aber es ich muss das Prinzip mir aufschreiben. Das ich jetzt sehe. Genau, ein Mikrofon habe ich auch das vergessen gehabt. Ich habe angefangen im voller Alarm, ne, und das Mikrofon lag oder hing ungefähr 30, 40 cm von mir weg. Und, ich war zwar zu hören, aber leise. Und so eine Videos lade ich halt nicht mehr hoch. Ne, also, ich habe so festgestellt, ach, das lohnt sich dann nicht, weil dann wirklich mal ein richtig neuer Zuschauer mal reinfindet, sei grüßt, ne? Dann ist es blöd, wenn der Ton schlecht ist. Also Qualität muss nach Möglichkeit passen. Sagt mir Bescheid, wenn irgendwas nicht passt, wenn ich was gesehen habe, damit ich es korrigieren kann, ne? Also ist ja äußerst blöd, also wenn irgendwas nicht gut läuft, ne? Also Bildqualität, deswegen mache ich auch 2K, weil ich habe festgestellt, wenn ich HD hochlade, dann habe ich einen schlechteren Farbcode bei YouTube. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Verdacht ist, ich bin klein und nicht so wichtig. Und nun ist aber schöner, wenn das farblich klar rüberkommt. Und durch 4K, durch 2K geht es. 2K ist auch noch ganz gute Datenmenge, also von der ungefähr 3 GB bis 4. Das geht noch von der Zeit her. Klar, HD wäre schneller gewesen, also in der halben Zeit.
Aber wenn jetzt das Fahrtdeck nicht so schön ist, das Kästchen zu sehen sind, das ist auch nicht gut, ne? Auch meine Bitrate in der Originalaufnahme erhöht. Im Grunde mehr als verdoppelt. Gut, beim Rennen geht es zwar wieder runter, aber wenn die Grundqualität besser ist, dann ist auch die Qualität am Ende besser. Sag ich mir jedenfalls so. Ob man es messen kann, also ich kann es nicht. Ich wusste nicht wo und wie, aber wie gesagt, ich bin mal fest, dass es besser ist. Schöner Hopfen. Aber hier wohl Regen. Mal gucken. So, Schweine. Voll. Wasser. Ja, passt. Milch hoch. Pro Pellets. Schon wieder so für alle. Und Futter haben wir genug. Wasser auch. Aber Strom schon wieder hier weg. Apropos Schweine. So, 63, 106, 116, also spätestens Laufe des Tages. Laufe des Tages von mir feinere. Im ersten Stall, da sind ja meine Muttertiere drin, da muss ich wieder die Ferkel umstallen. Ne? Die 268, das sind ja meine Muttertiere, die müssen bleiben. Oder die 224. Bei der Rinder mal gucken. Da ist ja der Milchhof, Milch 2000. Das sind Kälber hier, die müssen, die dürfen rüber, die leichten. Und das sind Muttertiere. Erwachsen 4,3. Na, 6 Jahre, 6 oder 7, dann gehen die weg. Das sind Kälber hier. Die männlichen Tiere, die gehen alle im Schlachthof. Die weiblichen Tiere behalte ich wahrscheinlich. Muss ich aber dazu sagen, ich weiß noch nicht genau. Hier sind schon ganz schön viele schwere Tiere dabei. Ja. Ein Jahr locker noch nicht verkauft. Also die müssen mindestens um die 500 bis 600 Kilogramm haben. Es geht ja nicht um die dicken und schweren, sondern um die Fleischmasse, ne? Darum geht es aber ja. Ne? Je mehr Fleisch wir haben, umso besser werden sie bezahlt. Aber 2 Jahre ist ein gutes Zeitraum. Ein Rind braucht ungefähr 2 Jahre, um entsprechend auswachsen zu sein. Je nach Rasse, die heutigen Bauern oder die reinen Milchbauern, die lassen im Prinzip einen Samen von einem Bullen, der nichts kostet, kann man sagen. Ne? Wenn es nur um die Milch geht. Ein anderer Bauer, der wiederum Mastrinder haben will, der nimmt einen Bohlen, wo im Prinzip Fleischanteil hoch ist. Und der jetzt als Milchkühe haben will, der nimmt halt die Tiere halt, die schwarz-weißen, ne? Die gut Milch gehen. Und so. Und die Anforderungen, auch die Preise, ne? Je höher nachgefragt, umso besser die Zucht, umso teurer sind die, ne? Aber dann müssen die Bauern alleine antworten. Das war nicht ungefähr. Früher war das so. Man versucht die Kälber auf Mast zu machen und nicht auf Zucht. Die hier auf Zucht gemacht haben, die haben natürlich darauf geachtet, dass die entsprechend von männlichen Tieren die Samen bekommen haben, die entsprechend von Kühen, die viel Milch geben, ne? Und umgekehrt ist, wenn du jetzt Masttiere haben willst, dass da natürlich der Versuch, Masttiere zu kriegen, ne? Klar, wenn du jetzt mit einer Milchkuh kreuzt, dann kann es sein, dass da auch ein schwarz-weißer Bulle dabei rauskommt und nicht so viel Fleisch gibt, ne? Das ist natürlich wirklich, ne?
Ah, das weiß man vorher nicht. Schule gibt es auch Rassen, die jetzt nur, die so keine Milch und die nicht gemolken werden, nur als Muttertiere gehalten werden. Das sind wiederum auch Spezialrassen. Ne? Ich weiß, ich habe mal gesehen, im Fernsehbericht von Italien, da haben die ja spezielle Kühe, Wasserbüffel. Die weiblichen Tiere sind willkommen als Nachwuchs. Die männlichen Tiere, da wollen die gar nicht haben, weil die sich als Fleischrasse ganz, ganz schwer zum Nesten sind. Ne? Oder das Fleisch nicht schmeckt, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich würde dann machen, ob sie die Keulen oder ja, von Apfel und Ei verkaufen halt, ne? Das wird los werden. Ne? Das ist ja das Problem, wenn eine Kuh Milch geben soll. Und dann muss man halt vorher Kälber bekommen. Das ist das Problem bei den Tieren. Ne? Das muss man wissen, ne? Auch bei den Schweinen. Wer Fleisch und Wurst haben will, ja, der muss das noch irgendwo her. Einer denkt, er zahlt ein bisschen mehr fürs Fleisch, hier werden besser gehalten. Ja, Irrtum, nicht unbedingt. Denn viele wollen was am Tier verdienen und der Bauer kriegt immer letztes am wenigsten. Ne? Das ist ja leider so. Vorher kriegen die ganzen Händler und die Schlachthöfe halt, die wollen auch ihren Anteil haben. Und der Staat, ne? Und je mehr dran sich dran verdienen wollen, umso mehr, umso weniger kommt an. Ne? Klar, wenn der Schlachter verkauft, muss er Steuer zahlen. Verkauft der Händler, muss auch wieder Steuern zahlen. Der Staat muss aber auch Geld bekommen. Das ist ja das. Ne, das muss alle unterhalten werden, ne? Polizei, Richter und so ein Zeug. Ganze Verwaltung, das kostet alles Geld. Dann soll der Staat auch noch investieren. Einer zahlt dafür. Der letzte halt immer, ne? Ja, wenn die Bäume fertig haben, dann dürfen wir wieder genug haben für unsere ja, Paletten, ne? Paletten brauchen wir massig, ne? Aber ich sehe schon wieder, wir haben bald wieder ein paar Fuhren Bier. Also zwei auf jeden Fall und drei vielleicht insgesamt. Dann haben wir schon wieder sicherlich auch Butter und mit Vollmilch. Ein paar Fuhren, Sahne, Quark und Joghurt. Jo. Papier haben wir dann schon da, also brauchen wir auch für unsere Produktion. Ne? Wir können auch Papier verkaufen, ne? Das ist nicht. Ich muss nur sehen, dass ich später mit Wasser blocke. Wieso blocke? Ja, mal gucken. Milch läuft so schön, Blocking Holz, Wasser nicht. Mit der Produktion brauchen wir Wasser. So, was macht unser Wasserfuzzi? Da steht er. Gut, ich nehme an, der hat aufgrund der Tatsache, dass Anja kleiner war, den Trigger ja nicht erreicht. Dann müssen wir in dem Punkt ein bisschen verschieben. Gut, jetzt läuft er.
Ja, komisch, dass er jetzt weiter fährt, ne? Aber wie gesagt, das war vorher ein kleiner Anhänger gewesen, jetzt ein großer. Das kann natürlich sein, dass er nicht hinhaut, ne? Muss aber nicht. So, weiter geht's. Schauen wir heute auch nicht alles. Ja gut, wir können auf 1 weiterspielen. Wir dürfen ja nicht auf Kraft hinaus. Das machen wir aus. Auf unbedingt, dass wir jetzt alle schaffen müssen, aber halt doch ein Teil. Ne? Das ist ja nur ein kleiner Waldstück gewesen. Am anderen Wald lag auch noch ein bisschen Holz. Nicht viel, aber ein bisschen. Müssen bei Gelegenheit mal kräftig mal fräsen, ne? Was macht Justus? Was macht Justin? Lange nichts gehört. Letzte Woche auch nicht. Geht das vielleicht nicht? Normalerweise geht das schon. Dort drauf. Das war letzte Woche. Und meldet er sich meistens. Oder hat keinen Bock mehr. Und dann muss ich den Zerfer aber auslaufen. Ja, ich habe nicht so viel Zeit wie er hat, ne? Das ist das ganze Problem. Also in der Woche habe ich keine. Ja, dafür überhaupt keine Ader. Dann mache ich hier ein bisschen. Und am Wochenende, ja gut. Ich habe ja noch einen Haushalt, ne? Das ist ja das ganze Problem. Ja, vom Wäsche machen, sauber machen. Wäsche wegräumen. Das muss ich alles nebenbei machen. Er hat noch was Gutes bei. Er ist noch Kind und da wird alles gemacht. Das meiste jedenfalls, ne? Und ich habe die Zeit so nicht. Vielleicht im Urlaub, aber da wollte ich eigentlich nach Hause fahren. Ich muss mal sehen. Ich habe noch ein paar Wochen hin. Also ich lasse mich jetzt nicht hier wegen dieser Corona-Maßnahmen von nach Hause abfahren. Außer die machen die Grenzen zu, dann kann ich nicht fahren, weil dann Nummernschild falle ich ja auf. Überall Kameras an der Autobahn, also wenn ich Pech habe, dann bin ich gleich entsprechend ausgekascht. Dann schicken sie mich zurück, wenn ich Glück habe. Nee, also das tut mir nicht an. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt theoretisch keine, also wir haben ja auch hier Lockdown, Anführungszeichen, ne? Also arbeiten gehen dürfen wir alle, Industrie und so. Gaststätten, wir waren alle zu, Kino haben auch zu. Von daher, ich weiß nur, ob die irgendwann anfangen wollen, wieder zu öffnen, teilweise, schrittweise. Und dann möchten die gerne alle testen. Wir werden Dival tun. Das verstanden wir damit nicht. Ja gut, das ist ein anderes Thema, ne? Das ist ein leidiges Thema. Ich hoffe, dass sobald das Spiel vorbei ist. Das haben sie nur früher gemacht, ne? Da hat früher kein Mensch interessiert. So, liebe Schuhpower, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich habe es ja fast geschafft. 3-4 Bäume und die mache ich dann noch fertig. So, nicht so egal, ne? Ja, ich sag mal tschüss, ciao.
wünsche allen noch einen schönen Restsonntag und wünsche euch dann auch einen schönen Wochenstart für nächste Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.